Und weiter geht's in der netten Welt von Spyro. Wir haben das Ding abgeschlossen, jetzt gehen wir hier in die Känguru-Welt, in Schilas Alpen. Oder um es richtig auszusprechen, Schilas Alp. Okay. Auf mit dem Singen. Hallo Schila. Now I have to find out what that nasty sorceress has done to my home while I was locked up. Hiya, Sheila. While you are gone, a bunch of Reinachs kicked us out of our houses. It's okay, Zo. Bobby, Pete and I are working on a clever plan to take them back. Okay. Was für Musik. Ja, diesmal spielen wir halt das Känguru. Also wir haben hier so eine Trittattacke, bam. Und mit Kreis ist auch eine Trittattacke, okay. Und wir können halt so einen Doppelsprung. Und wieder so ein bam, bam. So, hier gibt es auch wieder, denke ich mal, die typische Anzahl von 400 Diamanten. 5. Und böse Gegner. Die uns ein böses wollen. Musik ist aber hammergeil. Ich mag die Musik. Sieht so kaputt machbar aus. You can get up really steep cliffs like this one with your double jump. Press the X. Ich weiß, ich kann Doppelsprünge machen. Bam, bam, bam. Okay, ich bin aber zu doof dafür. Moment. Ich... Warte mal. You can get up really steep cliffs like this one. When you land to double jump. Ah! Okay. Bam. Oh, was war das? Das war wohl ein Juwelengefäß. Cool. Bloß nichts vergessen, hier wieder zurückzulaufen, ist einfach nur noch doof. Hi. Yeah, I was saving this to make an omelette, but I think you... Ein Drachenei mit Ruby drinne. Hallo Ruby. Mit einer Blume im Haar. Okay, ich hab mir das Level viel, viel schlimmer in Erinnerung. Ich muss wirklich sagen, ich stehe nicht so auf diese, auf diese andere Leute spiel Levels. Nicht ganz mein Fall. Ei! Dum 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 dum. Dum 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 dum. So, was sind wir hier denn? Dort hinten ist ein Elch und hier sind nochmal zwei Mini-Dinger. Ah! Der wollte mich hauen! Voll beleidigt. Okay, er hat keine Chance gegen uns. Weil wir auch vor die Penner sind. Ich meine, er rennt nett auf uns zu, möchte uns Hallo sagen und wir BAM! Falsches Wort. Treten ihm einfach mal richtig derbe ins Gesicht. Ich hab grad was für ein Wort gesagt, was egal in welchem Fall überhaupt nicht gepasst hätte. Das ist einfach nicht so ein Moralapostel. Da habe ich ihn mal gleich ausmanövriert. Dass es irgendwie total unpassend anhört. Soll ich da mal nur Witze Felsen weg haben? Oh, wie cool ich bin. Hey Sheila, let's play a joke. Take this egg and smash it on Billy's house. Boah, wie fies. Mit Jenny in diesem Ei. Und Jenny ist ein schlauer Drache. Nee, ein schlaues Drechlein. Was auch wieder einen netten Tanz für uns aufführt. Kurz vom Mikro gerichtet. Und da sogar noch so noch Edelstein, hätte ich fast nicht gesehen.
und dann kommt sogar noch hoch. Das hätte ich auch fast nicht gesehen. Wäre er gar nicht gekommen. Und auch dieser Sprung war ärgerlich schlecht gesetzt. Ach, ich liebe dieses Geräusch von Prozess. Nee, Progress. Diese Edelsteingeräusche. Wunderschön. So, was ist denn hier? Ein großer Elch. Au! Und jetzt sieht man auch mal, unsere Libelle ist gerade blau geworden. Der muss damit alles, you can smash, der hat's, or too big to smash, or cake attack, try using the storm attack, ich weiß. Komm schon, Steuerung, lass mich nicht im Stich. Bitte, bitte nicht. Stormf. Boah, Edelstein. Hab mich gehauen. Wow. Okay, Moment. Jetzt gibt's aber Ärger. Okay, ich muss ganz schön dieses Vogelfiech da töten. Jetzt habe ich nämlich wieder eine kleine Libelle bei mir. Quasi diese, ich sag mal, die Kritter, also diese Schafe und irgendwelches anderes komisches Getier, dadurch kriegt man halt Libelle wieder vor. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht die einzige Chance kaputt gemacht, da hochzukommen. Ah, nee, so oder so nicht, ich hab noch gesprungen. Spring! So, sogar nochmal ein Leben und ich glaube, sie ist jetzt wieder voll. Ja, sie ist wieder voll. Oh, den habe ich nicht kommen sehen. Arsch. Muss mal ganz direkt zu sagen. Und bam. Er hat mich schon wieder gehauen. Ach, die Kamera. Kamera, dein größter Feind in jedem Spiel. Okay, er ist gerade glücklich, glaube ich. Können wir jetzt erstmal hoch. Was ist denn fehl? If you ever forget how to control a character or vehicle, just go to the pause menu and select help. Okay. Thanks for the help, Sheila. Ah, noch ein Ei. That's too easy. Mit Nan drin. Hallo Nan. 3 von 3 Eiern. Das ist das Ausgangsportal, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Hier gibt's noch mehr zu holen. Ah, man kann... Ah. Stumpf. Hoch und Stampf! Ich mag dieses Hochspringen. Das hat was. Kommen schon alle? Ja! Alle eingesammelt. Wunderbar. Level complete. Und raus hier. Ohne Videosequenz, okay. Also anscheinend. Ooh, look out, Hunter. It's the scary sorceress. I've warned you already. This place isn't safe for small dragons and pussies. Thanks, but I think we can look after ourselves. Try looking after this! No! Come back when you finish witch school, okay?
Say, is it just me? Or is she kind of cute when she's angry? Bin es nur ich oder ist sie nicht ein bisschen süß? Adorable! Ja, damit wäre das geschafft. Jetzt machen wir noch schnell, oder passt das? Ich habe hier halt nur meine normale Standarduhr. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit den Parts mache. Ob ich jetzt halt immer so ein Standard 15 Minuten Parts mache oder halt so Level Parts. Sei halt pro Level mein Part. Das wird nämlich ganz gut passen dann. Ach, machst du, ich mach den noch ein. Ich mache jetzt noch dieses Zusatzlevel-Dings da. Und dann mache ich erstmal wieder einen Cut. Und dann mache ich halt einfach diese, ich mache pro Level ein. Ja, pro Level einen großen Part. Schnell durchrennen. Das Tor ist vielleicht noch offen. Ja, das Tor ist sogar noch offen. Finde ich gut. Obwohl es eigentlich relativ egal gewesen wäre, habe ich das Gefühl. Nee, ich ignoriere dich mal. Ja, es wäre egal gewesen, glaube ich sogar noch. Wäre ich normal gelaufen, wäre ich schneller. Aber das Peinanum kann ja passieren. So, ihr werdet kommt ignoriert. Von mir. Und hoch. Ach, ich liebe dieses Spiel. So, hallo Sheila. Hey Spyro, there are Rhinox everywhere. Maybe I can find some peace and quiet at the top of the tower. Top of the tower? Oh! Alas, I have lost my love, guarded by evil. Oh nein, ich erinnere mich an böse Sachen. Der Part dürfte länger werden, habe ich das Gefühl. Wenn ich mich richtig erinnere, ja. War das doch länger. Und das war reiner Zufall. Ich liebe Zufälle. Okay, das Level war... Ich glaube, das war wirklich recht lang. Ich bin mir echt nur sicher, aber... Ich lasse mich nicht rumschubsen. Hüpf und hüpf. Bam! Ach, da hat er mich gehauen. Finde ich nicht gut. Wie gesagt, ich lasse mich nicht herumschubsen. Einsam. Ich hoffe, ich habe wirklich nichts vergessen an Befehlen. Boah, wird mich das aufregen, glaube ich. Kriege ich den denn da weg? Nein. Geh weg. Das gibt's ja nicht. So, kurz Hauptsynchronisation. Der Part sollte aber noch weitergehen. Da war ein Gegner. Davon ist man nicht tot. Jetzt gerade bin ich tot gewesen. Achso, komm ich nur wieder hoch. Ja, Übersicht behalten. Ist immer ein bisschen schwer. And he had null chance and died. And that's not in peace. Ich habe einfach nur jetzt gerade voll Schiss, dass ich irgendwo was vergesse. Und wieso ist da noch ein Gegner? Kamera? Will sich nicht drehen lassen gerade. Los auf einem der Kamera. Jetzt muss ich noch mal gucken hier genau. Da ist echt noch ein Gegner. Ja, ich töte ihn einfach später noch mal. Vielleicht droppt er ja noch was. Ein Edelsteinchen oder so. Und hoch.
Der Turm der Liebe. Oder eher, wir müssen ein Liebespaar retten. Aber. Ah, hallo. What? Marco sent you. Rapunzel. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Okay, 6 von 6 Eiern. Aber noch nicht alle Edelsteine. Das dürfte ein Problem werden. Nicht nur ein kleines. Oh, Halleluja. Ja, die Kamera macht mich gerade komplett kirre. Nein, ho! Oh. Ich guck mal kurz im Atlas nach. Ja. Uns fehlen, ja, 6, 26, ja. Ich kann so geil rechnen, oder? Nein, das sind 25 Stück. 7, oh mein Gott. Ja. Natürlich 27, oh mein Gott. Was ist los mit mir? Okay, dort kann man rein. Gut zu wissen. Hoch. Okay, ich bräuchte einen Fröschlein. Ohne Frosch bin ich tot und ich werde nicht sterben. Vor allem, ich weiß nicht, ob man stirbt, ob man alle Sachen verliert. Okay, das ist ein Frosch. Ah, ich habe sogar ein Leben bekommen durch den Frosch. Das finde ich ja nett. Ich bekomme die letzten. Ja, Halleluja. Ich wollte schon verzweifeln. Oder? Bitte. Nein! Okay, ich hab 3 vergessen. Ich hab 2 vergessen. Das finde ich jetzt sogar noch schlimmer. Jetzt die Frage, habe ich das hier vergessen? Oder irgendwo anders? Ich weiß, in der Skate-Welt ist noch irgendwo was. Im Turm war nichts mehr, da war ich ja gerade gewesen. Ich gehe nochmal kurz vor den Turm. Ach, der Part wird viel zu lang. Schnell. Ansonsten mache ich gleich einfach Cut und sammle die eben ein, wenn ich nicht im Aufnehmen bin, weil ich glaube, keiner will sehen, wie ich jetzt das ganze Level nochmal eine Stunde durchsuche, bis ich 2 Edelsteine gefunden habe. Nee, also hier ist echt nirgends wo etwas. Einmal noch kurz im Skatepark gucken, wenn da nichts ist, dann muss ich ihn alleine suchen. Oder sagt er mir jetzt noch was hier? Er sagt mir nichts mehr. Okay. Raus hier. Ich glaube, der Part ist jetzt, glaube ich, 25 Minuten lang. Da ist er. Ach du Schande. Gefunden. Er war zu einfach platziert. Ich dachte wirklich im Skatepark. Okay, ich liebe Zufälle. Zufälle sind toll. Ich habe schon wieder alle Edelsteine gefunden, because ich bin gut. Jetzt fliegen wir zurück. Und dann mache ich auch mal eben einen Cut.
Bis dann.